Jakob Roth, geboren am 7. August 1988 in Hannover, wohnhaft in Meersheim, ledig, Schüler am Musikinternat. Als der Angeklagte am 5. Februar 2009 gegen 15 Uhr im Marienkrankenhaus in Meersheim Amalie Pyritz, die Großmutter seiner Freundin, besuchen wollte, bemerkte er zufällig vor der Klinik Ulf Gerstenkorn, den Stiefvater seiner Freundin. Der Mann hatte einen Schuhkarton unter seinem linken Arm, den der Angeklagte als denjenigen erkannte, in dem Amalie Pyritz ihr Geld aufbewahrte. Um an dieses Geld zu gelangen, schlich sich der Angeklagte von hinten an Ulf Gerstenkorn heran und versetzte ihm einen solchen Tritt gegen die linke Wade, dass Ulf Gerstenkorn zu Boden stürzte und mit dem Kopf auf den Bordstein prallte. Der Angeklagte griff sich daraufhin den Karton mit 20.000 Euro und flüchtete. Ulf Gerstenkorn erlitt neben Prellungen am linken Unterschenkel und am linken Hüftknochen auch ein Schädelhirntrauma ersten Grades sowie Frakturen am rechten Mittel- und Ringfinger. Der Angeklagte wird somit des Raubes in Tateinheit mit vorsätzlicher Körperverletzung beschuldigt. Strafbar gemäß dem Paragraphen 223. Herr Roth, Sie haben die Anklage gehört. Wollen Sie sich dazu äußern? Ja, ich habe die 20.000 nicht geklaut. Ich wusste ja noch nicht mal, dass die in diesem Schuhkarton versteckt sind. Herr Roth, ich glaube nicht, dass es der richtige Weg ist, sich hier einzulassen und rumzulügen. Sie wussten ganz genau über diesen Karton und dessen Inhalt Bescheid. Und als Sie den Herrn Gerstenkorn am 5. Februar zufällig am Krankenhaus entdeckt haben, haben Sie Ihre Chance erkannt und haben zugeschlagen. Ich sag Ihnen mal was. Diese Geschichte hat sich der Herr Gerstenkorn sauber selber ausgedacht. Nein, das ist nicht richtig. Der hat das Geld auch selber unter den Nagel gerissen. Sie sind mit dem Geld abgehauen, nachdem Sie es dem Herrn Gerstenkorn entwendet haben. Und der Herr Gerstenkorn, der hat Sie ganz genau erkannt. Das erzählt er doch nur. Dieser Öko-Fritz hat mich noch nie leiden können. Dabei tut er mal so harmonisch und esoterisch. Fragen Sie doch Amalie. Und warum soll der Herr Gerstenkorn Sie nicht leiden können? Ja, das kann ich Ihnen sagen, weil ich mit Rebecca zusammen bin, seiner Stieftochter. Und das passt dem Herrn überhaupt nicht. Weil, weiß ich nicht, er hat sogar schon erzählt, dass ich Rebecca mit einem anderen Mädchen betrügen würde, nur um uns auseinanderzubringen. Und, hat die Rebecca ihm das geglaubt? Natürlich nicht, zum Glück hat sie mir geglaubt. Ja, aber das ist auch genau der Grund, warum Ulf Gerstenkorn jetzt andere Geschütze auffährt. Ganz genau, der hat doch nicht mal eine Tassenbeschrank, dieser... Mein Mandant möchte jetzt keine weiteren Angaben mehr machen. Ja. Kommen Sie bitte ins Sitz. Ist das so, ja. Dann nehmen Sie da drüben Platz, bitte schön. Ulf Gerstenkorn, wir treten die Beweisaufnahme ein. Herr Gerstenkorn, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte auch hier Platz. Ich muss Sie zuallererst mal belehren, dass Sie als Zeuge vor Gericht die Wahrheit sagen müssen. Mit einer Falschaussage würden Sie sich strafbar machen. 55 StPO, ich belehre Sie weiterhin, dass Sie einzelne Fragen nicht beantworten müssen, wenn Sie dadurch selbst in Verdacht geraten können. Sie heißen Ulf Gerstenkorn, 40 Jahre alt, Sie wohnen in Meersheim. Ihr Familienstand ist? Ich bin verheiratet mit meiner Frau Iris seit 3 Jahren. Was machen Sie beruflich? Ich bin seit 3 Jahren Inhaber des Aurora. Das ist ein Laden für ökologische Lebensmittel. Und daneben verkaufe ich auch noch Esoterikartikel. Verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, aber das Bürschchen ist leider mit meiner Stieftochter Rebecca zusammen. Das macht mich natürlich nicht gerade froh, nachdem er mich am 5. Februar hinterhältig überfallen hat. Gar nichts habe ich. Der hat doch zu viel von seinem Aura-Zeugs geraucht, der Typ. Bitte hör auf. Ich habe sie doch wegrennen sehen. Ach, von wegen. Du hast dir doch selber das Geld in den Nagel gerissen. Ach. Jetzt. Schluss jetzt. Sie erzählen jetzt und Sie sind ruhig, ja? Also, zunächst mal vor der Tat. Wussten Sie da vorher schon, dass Ihre Schwiegermutter in dem Karton Geld aufbewahrt? Ja, dieser dumme Karton hat oft genug für Diskussionsstoff zwischen meiner Schwiegermutter und meiner Frau gesorgt. Meine Schwiegermutter hatte darin ihre gesamten Ersparnisse aufbewahrt und sie wollte das Geld partout nicht zur Bank bringen. Dort sei es ja angeblich nicht sicher. Also hat sie den Karton zwischen ihrer Wäsche im Kleiderschrank aufbewahrt. Herr Gerstenkorn, wussten Sie, wie viel Geld sich in dem Schuhkarton befunden hat? Laut Iris waren es 20.000 Euro. Abgepackt in kleinen Geldbündeln in alten Nylonstrümpfen. Angeblich hat meine Schwiegermutter das Geld regelmäßig nachgezählt. Mhm. Erzählen Sie uns doch erstmal, wie es überhaupt so weit kam, dass Sie da mit diesem Schuhkarton am Krankenhaus waren. Also meine Schwiegermutter wohnt ja eigentlich im Altenheim. Und am 5. Februar bin ich mittags zu ihr hingefahren, weil meine Frau wollte, dass ich ihr beim Gardinenaufhängen helfe. Mhm. Und nach Klingelversuchen dann ist Amalie zur Tür gehumpelt, weil sie alles selber machen wollte. Und da war sie mit samt den Gardinen von der Trittleiter gefallen. Und deshalb haben Sie Ihre Schwiegermutter dann mit dieser Schachtel ins Krankenhaus gefahren? Ja, Amalie ist ja nicht mehr die Jüngste. Und ich wollte kein Risiko eingehen, dass sie sich nicht doch was Schlimmeres getan hat. Und dann hat sie partout darauf bestanden, diesen Karton mit hier mitnehmen zu wollen. Das war vielleicht ein Theater. Und ich durfte den Karton nicht mal berühren. Wie kam es denn dann, dass Sie den am Ende dann doch in Händen hatten?
Na, die Röntgenassistentin hat sich schlichtweg geweigert, Amalie mitsamt den Karton in den Röntgenraum zu lassen. Und das gab einen riesen Zoff auf dem Flur. Und ich habe dann Amalie mit sanfter Gewalt den Karton aus der Hand genommen. Herr Gerstenkorn, ganz so sanft ist die Sache ja wohl nicht abgelaufen. Schließlich ist der Karton bei der Auseinandersetzung zu Boden gegangen. Ja, aber nur, weil Amalie einfach nicht losgelassen hat. Sie hat sich stur gestellt. Und dabei ist dann der Karton zu Boden gegangen. Was haben Sie denn dann gemacht, als Ihre Schwiegermutter tatsächlich zum Röntgen rein konnte? Ich bin dann rausgegangen mit dem Karton. Und bin zum Parkplatz gegangen, weil ich den Karton in Sicherheit bringen wollte. Und Sie spazieren dann einfach so mit den 20.000 Euro zum Parkplatz? Na, was blieb mir anderes übrig? Also ich wollte jetzt nicht mit dem vielen Geld unterm Arm auf dem Flur herumstehen. Ich wusste auch gar nicht, wie lange es dauert. Und wie kam es dann, dass Ihnen dieser Schuhkarton abhanden kam? Das war so, als ich mich meinem Auto näherte, habe ich das Auto mit der rechten Hand aufgeschlossen und ich hatte dabei die Schuhschachtel unter den linken Arm geklemmt. Und plötzlich habe ich einen sehr schmerzhaften Tritt gegen mein linkes Bein gespürt, dass es mir mit voller Wucht die Füße nach rechts weggezogen hat. Und dabei bin ich gestürzt und ich hatte mich am Türgriff noch festgehalten, bin abgerutscht und ich habe mir dabei die Finger gebrochen. Und ich war sowas von perplex und verdattert. Und als ich denn da lag, da kam Jakob und hat sich den Karton geschnappt und ist dann weggerannt. Und Sie sind sich auf jeden Fall sicher, dass es der Herr Roth war? Ja, hundertprozentig. Ich habe ihn ja wegrennen sehen. Wissen Sie noch, wie spät es da war? Es muss ziemlich genau 3 Uhr gewesen sein. Ich hatte kurz zuvor auf meine Uhr geschaut, weil ich rechtzeitig wieder bei Amalie zurück sein wollte. Na bitte, dann kann ich es ja also gar nicht gewesen sein. Weil als ich um kurz nach 3 am Krankenhaus eingetroffen bin, war der Überfall ja schon längst passiert. Das heißt doch gar nichts, weil Sie den Überfall begangen haben, bevor Sie am Krankenhaus eingetroffen sind. Wie sind Sie denn überhaupt zum Krankenhaus gekommen, Herr Roth? Ja, Rebecca hat mich natürlich angerufen und mir erzählt, dass es ihrer Oma nicht so gut geht. Ja, und dann haben wir uns da halt verabredet. Und weil meine Schule direkt neben dem Krankenhaus liegt, liegt es auch nahe, dass ich dann direkt danach darüber gegangen bin. Ja, genau. Und auf dem Weg zu Ihrer Verabredung sind Sie direkt an dem Herrn Gerstenkorn vorbeigekommen. Und wie Sie selber sagen, liegt der Internat fast neben dem Krankenhaus. Und die Seitenstraße, in die der Herr Gerstenkorn gegangen ist, seinen Wagen geparkt hat, war ja schließlich auch der kürzeste Weg, um zum Krankenhaus zu gelangen, oder? Totaler Unsinn. Sie haben den Herrn Gerstenkorn auf Ihrem Weg mit dem Schuhkarton gesehen. Und dann haben Sie 1 und 1 zusammengezählt. Und aufgrund des Telefonats mit Rebecca wussten Sie, dass er gerade die Frau Pyritz im Krankenhaus abgeliefert hat. Und dann haben Sie auch den Geldkarton genauestens erkannt. Und Sie wussten, dass sich darin 20.000 Euro befinden. Dann haben Sie den Herrn Gerstenkorn umgetreten und haben sich das Geld geschnappt. Natürlich. Wie hätte ich das denn alles machen sollen in so kurzer Zeit? Ihn umtreten, das Geld verstecken und danach einfach so bei meiner Freundin antanzen. Und das alles auch noch ohne abgehetzt zu sein. Fragen Sie doch mal Rebecca, ich war nicht die Bohne von abgehetzt, als ich da ankam. Moment, Freundchen. Ich war schließlich auch dabei, als du ankamst. Ganz außer Atem war der, als er da im Krankenhaus ankam. Das ist so ein Blödsinn, das lügen Sie sich jetzt hier alles nur zusammen. Ach, und als ich dir ins Gesicht gesagt habe, ja, dass ich deinetwegen die Polizei gerufen habe, ja, da hast du sowas von übertrieben den Ahnungslosen gespielt. Du hast zwar total schlecht geschauspielert. Und die 20.000 Euro hat man schließlich bei meinem Mandanten überhaupt nicht gefunden. Das ist zwar richtig. Allerdings soll der Angeklagte an demselben Nachmittag, kurz nachdem dieser Überfall stattgefunden hat, an seinen Mitschüler, den Gunnar Diemke, 8.000 Euro in bar gegeben haben. Genau. Und kurz danach sind Sie erneut zum Krankenhaus gegangen. Und dann haben Sie so getan, als wäre nichts wäre. Herr Roth. Ja, das mit dem Geld, das stimmt. Die 8.000 Euro, die habe ich Gunnar gezahlt. Aber das Geld stammt nicht aus irgendwelchen Schuhkartons, sondern das habe ich in der Nacht vom 4. auf den 5. Februar beim Pokern gewonnen. Ach. Und wofür waren die 8.000 Euro? Wenn Sie, wir hatten da so einen Vorspielwettbewerb und ja, danach ist mir aus Versehen Gunnars Cello kaputt gegangen. Und da wollte ich ihm das ersetzen, das ist doch ganz klar. Naja, haben Ihre Eltern eigentlich keine Haftpflichtversicherung, die für solche Fälle eintrittspflichtig ist? Das weiß ich. Ich hatte auch überhaupt kein Bedürfnis, mit meinen Eltern darüber zu reden. Wissen Sie was, brauchte ich ja zum Glück auch nicht, weil ich habe ja das Geld schließlich im Pokern gewonnen. Herr Roth, so schlechte Ausreden habe ich schon lange nicht mehr gehört. Das muss ich Ihnen wirklich sagen. Ja, Sie schießen absolut den Vogel ab. Ja, warum denn? Pokerspiel. Ganz intelligent. Also bei der Vernehmung bei der Polizei, da haben Sie ja das Pokerspiel auch erwähnt. Aber wissen Sie, was ganz auffällig ist? Sie haben keinen einzigen Mitspieler benannt. Keine einzige Person, die das bezeugen könnte. Sie haben auch nicht mal gesagt, wo die Pokerrunde war. Ich meine, auch wenn diese Art von Glücksspiel illegal ist, aber vielleicht sagen Sie uns heute trotzdem mehr zu dieser angeblichen Pokerrunde. Ich meine, schließlich geht es um einiges für Sie heute.
Tut mir leid, aber das kann ich leider nicht. Wir haben da so einen Ehrenkodex und ich kann die anderen nicht verraten. Das verstößt gegen meine Ehre. Ehre? Der weiß nicht mehr, was Ehre bedeutet. Und übrigens, Herr Roth, was dieses Cello anbelangt, da haben Sie uns ja auch mit der Unwahrheit bedient. Sie hätten es auch niemals der Haftpflichtversicherung melden können, weil Sie nämlich dieses Cello mutwillig zerstört haben, als Ihr Mitschüler damit einen Wettbewerb gewonnen hat. Das ist totaler Unsinn. Ich sage Ihnen Folgendes. Merken Sie, dass wir auch ein Motiv haben langsam. Sie haben Geld gebraucht. Sie haben Geld gebraucht, um diesen Schaden an diesem Cello zu regulieren, zu bezahlen. Und da kam Ihnen nämlich der Herr Gerstenkorn wie der Weihnachtsmann mit der Schuhschachtel voller Geld entgegen. Ja? Und den Rest des Geldes, den haben Sie irgendwo versteckt. Also ich glaube eher, dass Herr Gerstenkorn das Geld sorgfältig versteckt hat und nicht mein Mandant. Das ist doch an den Haaren herbeigezogen. Wo bitteschön hätte ich denn den Karton so schnell verstecken sollen? Herr Gerstenkorn, ich sehe das ganz anders. In Wirklichkeit sind Sie doch selbst vor Ihrem Auto ausgerutscht und haben sich aus eigenem Verschulden Ihre Körperverletzungen zugezogen. Und jetzt belasten Sie meinen Mandanten. Ja, was und wo soll denn der Karton geblieben sein? Ganz einfach, Sie hatten einen Komplizen. Und Schulden haben Sie auch, Herr Gerstenkorn. Es gibt keinen Komplizen und mir wäre nie im Leben eingefallen, meine Schwiegermutter zu beklauen. Jakob ist der Dieb. Ja, wenn keine Fragen an den Schwiegersohn mehr sind, dann können wir auch die Schwiegermutter befragen. Dankeschön, Sie dürfen den Platz nehmen. Amalie Pürz, bitte, der Zeuge bleibt unvereidigt. Frau Pürz, guten Tag. Kommen Sie mal bitte hier nach vorne, nehmen Sie bitte hier Platz. Frau Pürz, zunächst muss ich Sie belehren, dass Sie als Zeugin hier natürlich die Wahrheit sagen müssen, sonst würden Sie sich strafbar machen. Selbstverständlich. Sie heißen Amalie Pürz, 65 Jahre alt, Sie wohnen in Meersheim, Sie sind verwitwet, Rentnerin, verwandt oder verschwägert mit dem Angeklagten? Nein, aber ich hoffe, dass das irgendwann mal so sein wird, dass Jakob meine Rebecca heiratet. Mhm. Wissen Sie, man muss Rebecca einfach zu ihrem guten Geschmack gratulieren, was Männer betrifft. Jakob ist ein herzensguter und herzenserfrischender junger Mann. Der hat wenigstens den richtigen Pep. Mhm. Rebecca hat einen besseren Geschmack als ihre Mutter. Mutter, bitte. Mhm. Meine eigene Tochter musste doch unbedingt diesen Ulf heiraten, ja. Diesen Verlierer. Das, glaube ich, gehört aber nicht hier in den Sitzungssaal, oder? Jetzt kommen wir mal zum Tattag. Es geht ja heute darum, dass der Angeklagte ihren Schwiegersohn überfallen haben soll, um ihn einen Schuhkarton zu rauben. Und dieser Schuhkarton hat ihm gehört, richtig? Ja, da hatte ich 20.000 Euro drin. Und Ihr Schwiegersohn, der Herr Gerstenkorn, soll diesen Schuhkarton an sich genommen haben, während Sie im Krankenhaus waren. In Verwahrung soll er den genommen haben. In Verwahrung? Der hat ihn mir weggenommen und hat dann behauptet, er wäre ihm gestohlen worden. Er ist der Dieb. Ich verstehe nicht, dass Jakob hier auf der Anklagebank sitzt und nicht der Ulf. Das kann ich Ihnen schon sagen, Frau Pürz, weil die Beweislage gegen den Angeklagten spricht. Aber Jakob wusste doch gar nichts von dem Karton. Mhm. Der wusste ja noch nicht mal, dass er überhaupt existierte. Geschweige, dass ich da 20.000 Euro drin hatte. Ulf aber schon. Der wusste das. Ulf und Iris. Iris hatte ihm das ja mal anvertraut. Mama, Ulf ist mein Mann. Der bestiehlt dich doch nicht. Ist es richtig, dass Sie Ihre Enkelin, der Rebecca, immer ein Taschengeld gezahlt haben? Ja, immer Mittwoch 15 Euro. Und woher haben Sie das Geld immer genommen? Aus dem Karton. Und hatte der Angeklagte bei der Gelegenheit schon mal diesen Karton gesehen? Nein, ich hatte den Karton im Schlafzimmer und hatte auch dort immer das Geld geholt, wenn die anderen im Wohnzimmer waren. Ja, ich bin mir aber sicher, dass der Angeklagte irgendwann mal einen günstigen Moment abgepasst hat und sie beobachtet hat. Und deshalb wusste er von diesem Karton. Papalapap. Ulf war der einzig Unbefugte, der von dem Karton mit dem Geld wusste. Und deshalb ist er auch der Dieb. Schon alleine die ganze überflüssige Aktion, mich ins Krankenhaus zu fahren. Der hatte von vornherein wollte der mir das Geld schon abluchsen. Mensch, das hatte der Amalie. Geplant. Es hätte doch sein können, dass du dir beim Sturz was gebrochen hast. Ich habe mir nur Sorgen gemacht. Auf dein falsches Mitleid kann ich verzichten. Ich hatte lediglich eine Verstauchung. Und da hätten auch kalte Umschläge genügt. Also Ihr Schwiegersohn hat in diesem Moment vollkommen richtig gehandelt, Frau Pürz.
Mir hat in meinem ganzen Leben noch nie etwas Ernsthaftes gefehlt. Und in den 65 Jahren bin ich immer kerngesund gewesen. Toi, toi, toi. Und da brauche ich auch keinen Naturkost und kein Hokuspokus. Toi, 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 dann wünschen wir, dass es noch lang so ist. Aber kommen jetzt trotzdem mal zum Thema. Wie ging es denn weiter mit dem Schuhkarton und den 20.000 Euro, als Sie beide im Krankenhaus angekommen sind? Als ich dann endlich dran war, hat sich diese dumme Krankenschwester doch so angestellt, weil ich den Karton mitnehmen wollte. Und da hat Ulf natürlich die Chance gesehen und hat mir den Karton förmlich aus der Hand gerissen. Habe ich nicht. Hast du wohl. Die Hälfte des Geldes ist doch auf den Boden gefallen. Ulf hat sich dann hingekniet und hat mit seinen gierigen Pranken das Geld wieder eingesammelt. Das hätten Sie sehen sollen. Und dann ist mir mit meinem ganzen Vermögen abgehauen. Amalie, ich wollte doch nur kurz mit Iris telefonieren, ihr Bescheid sagen. Ich habe mir doch nur Sorgen gemacht. Du hast mir alles genommen, was ich habe. Ich habe noch den Ärzten gesagt, man möchte ihn festhalten, aufhalten. Aber mir hat keiner geglaubt. Und jetzt ist mein ganzes Erspartes weg. Und jetzt erklären Sie mir doch bitte mal, wieso Sie eigentlich Ihrem Schwiegersohn so misstrauen. Weil Ulf ein ganz verschlagener Kerl ist. Er hat es doch selbst zu nichts gebracht. Sie müssen sich mal seinen peinlichen Ökoladen angucken. Mit seinem Esoterik-Klimbim. Das Zeug ist total überteuert und das kauft doch kein Mensch. Ich komme in meinem Laden ganz gut über die Runden. Das ist gelogen. Du hast Schulden. Und wenn ich nicht zufällig herausgefunden hätte, dass er Schulden hat, dann würde er heute noch meine Tochter belügen. Was meinen Sie damit genau? Ich habe ganz aus Versehen mal einen Brief geöffnet bei meiner Tochter, weil ich dachte, es wären Karten für unseren Volksmusikabend. Und da habe ich doch tatsächlich gelesen, dass Ulf 15.000 Euro Schulden hat. Du hast genau gewusst, dass der Brief an mich adressiert war. Du hast ihn geöffnet und du hast geschnüffelt. Und wenn schon. Und wenn es so wäre. So ist dein ganzes Lügengerüst zusammengebrochen. Er hat nämlich meiner Tochter nur von 5.000 Euro Schulden erzählt. Da war was los. Das hätten Sie sehen sollen. Iris und ich haben die Angelegenheit geklärt. Dann erklären Sie mir das doch bitte auch mal. Ich hatte Iris nicht die ganze Wahrheit erzählt, damit sie sich nicht verpflichtet fühlt, mir Geld zu geben. Und ich habe überhaupt keine Probleme mit der Abzahlung der Raten. Das kann ich nachweisen. Dass ich nicht lache. Ich bin davon überzeugt, dass Ulf sich mein Geld gekrallt hat, um seine Schulden zu bezahlen. Ich habe nichts getan. Herr Gerstenkorn, wie kann es eigentlich sein, dass Ihre Schwiegermutter Sie dermaßen belastet, wenn an der ganzen Sache nichts dran ist? Das ist ganz einfach. Sie kann mir nicht ausstehen. Sie will einfach nicht akzeptieren, dass ich der neue Mann ihrer Tochter bin. Tja, Cornelius, Iris erster Mann, das war ein Mann, das war noch ein richtiger Mann. Das war ein Mann mit Manieren und Anstand. Das war eine Erscheinung. Wissen Sie, meine Tochter war nach dem Tode von Cornelius so verzweifelt. Und dann ist sie doch bei einer obskuren Aromatherapie, diesem Ökospinner, in die Hände gefallen. Lass es gut sein. Naja gut, aber zumindest mal glaube ich, dass Sie nicht damit abfinden wollen, dass Ihre Tochter jetzt mit diesem Mann glücklich wird, den sie jetzt hat, oder? Und deshalb machen Sie sie einfach schlecht. Nein, der ist schlecht. Hören Sie, so geht das dauern. Sie müssten sie mal draußen vom Gericht erleben. Sie droht mir sogar mit dem Stock. Ich verstehe nicht, wie meine Tochter mit so einem Waschlappen zusammen ist. Also bitte, jetzt reicht's dann wirklich. Also Sie sind nicht hier, um Ihren Schwiegersohn oder am Ende auch noch Ihre Tochter hier zu beleidigen. Frau Pürth. Also außerdem muss ich Ihnen auch sagen, Ihre rein persönliche Abneigung gegen Ihren Schwiegersohn, also das reicht noch lange nicht, um ihn als Täter zu beschuldigen. Das ist mal die eine Sache. Und im Übrigen ist der Herr Jakob Roth angeklagt und nicht Ihr Schwiegersohn, ja? Und der Herr Gerstenkorn hat den Angeklagten eindeutig bei der Tat erkannt. Der will doch nur von sich ablenken.
Ich habe ihn, außerdem habe ich ihn draußen mit einem anderen Kerl gesehen, dem er was gegeben hat. Von wo aus haben Sie das gesehen? Krankenhausfenster. Das ist bestimmt ein Komplize, dem er meinen Karton gegeben hat. Moment mal, im Krankenhaus waren Sie doch im Röntgenraum. Und der Röntgenraum hat ja keine Fenster, oder? Wie wollen Sie denn das beobachtet haben? Ich habe das aus dem Fenster des Warteraums gesehen. Und als ich dann in den Röntgenraum reingefahren war, dann hat man mich sofort wieder rausgekarrt, weil angeblich ein plötzlicher Notfall eingetroffen ist. Und dann musste ich ja wieder warten. Und dann habe ich nach Ulf Ausschau gehalten und habe ihn dann mit diesem anderen Mann gesehen. Und können Sie diesen anderen Mann näher beschreiben? Das konnte ich nicht so genau sehen, aber der Mann hatte einen dunklen Anorak an und schwarze kurze Haare. Das ist alles komplett erfunden. Sie behaupten, es war Ihr Schwiegersohn. Täter ist aber der Herr Roth. Und Sie versuchen nur, ihn in Schutz zu nehmen. Das ist nicht wahr. Auch wenn ich Jakob für einen guten Jungen halte. Er hat zu Weihnachten bei uns im alten Wohnheim ein Cellokonzert gegeben. Das war seine eigene Idee. Aus dem wird mal ein ganz großer Musiker. Also schweifen wir aber schon wieder ab und es tut ja nicht wirklich was zum Thema. Hm? Naja, irgendwie schon. Mein erster Schwiegersohn war ja auch Musiker. Klarinette. Und das sagt ja schon alles über einen Menschen aus. Schlechte Menschen haben keine Lieder. Ulf kann noch nicht mal Blockflöte spielen. Ja, das keine ist dann wirklich nicht mehr unser Thema. Oder noch Fragen? Dankeschön, dann dürfen Sie hinten Platz nehmen. Sie bleiben unvereidigt. Rebecca Sattler, bitte.